Natur, ne? Ja. Und das ist doch, wenn ich das so sagen darf, für jemanden, der eigentlich Autoschrauber ist, eine völlig neue Erfahrung, oder? So die Megahallen mit 20.000 Leuten und ja, so zu füllen, das ist schon ein Knaller, ne? Auf jeden Fall. Ich habe auch so ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen, weil ich fand halt Comedy immer ganz geil und habe mir gedacht, und habe den Leuten von Sony gesagt, die haben mich angesprochen, John, worauf hast du denn Bock? Ich so, ich finde Comedy geil. Die? Ja, dann machen wir eine Comedy-Show. Ich? Okay. Okay, cool. So, und dann die so, ja, dann machen wir die großen Hallen. Du hast ja total viele Fans und so. Ich so, okay. Okay, cool. Und wenn du dann das erste Mal da stehst und da stehen da irgendwie so 9.500 Menschen vor dir. Und ich muss sagen, das habe ich gestern schon erzählt, ich habe noch nie 9.500 Leute auf einmal gesehen. Noch nie. Das heißt, ich habe auch noch nie eine Testnummer gemacht oder nie. Ich war noch nie vorher auf der Bühne bei der Comedy-Nummer. Ich habe mir auch ernsthaft nur 10 Wörter aufgeschrieben. Und daran habe ich mich halt durchgehangelt. Dann stehst du auf der Bühne und bist in dem Moment, denkst du nur, warum mache ich so einen Scheiß? Wir kennen uns. Und zwar sind wir zusammen gefahren. Nee, wir saßen zusammen im Auto auf der ersten Motorshow, weil du einen guten... Genau, du hast an der Stange getanzt. Was? Warte mal, warte mal. Ey, wir haben eine Stange hier, mein Lieber. Warte mal. Ich
einfach nur Spaß oder Rumjuxerei. Und dass das daraus resultiert, ist in keiner Millisekunde mein Ziel. Ne? Also, vielleicht ist das jetzt negativ, was ich sage, aber für mich wäre fast besser, dass hier niemand steht, aber er guckt trotzdem alle die Videos. Versteht ihr, was ich meine? Das machen die auch so. Ehrlich. Ja, aber für mich ist es so, ich sehe mich selbst viel normaler, als ihr euch selbst seht. Und dann ist es für mich, ich gehe durch die Stadt. Dann kommt einer auf mich zu, sieht mich und fängt an zu weinen. Was? Ist das echt Musik zu heulen? Richtig geheult? Mal? Ich finde gut, dass ihr euch alle hier im Griff habt. Guck mal, hier weint keiner. Nein, nein, ich meine nur, also, dann ich gehe die Stadt entlang und denke mir so, Milch kaufen. Ja. Ne? Und ich bin irgendwie Hände dreckig, ich renne. Und wenn ich auf so Messen bin, ziehe ich mich immer extra sauber an. Wenn ihr meine Videos genau guckt, ich bin immer eine dreckige Sau. Weil ich irgendwo aus der Werkstatt rausgefühlt komme und sowas. Und dann gehst du mit deinen Händen, du gehst so entlang, Supermarkt, Milch kaufen. Dann sieht dich einer und dann fängt an zu weinen. Dann denkst du dir, nee. Also nicht böse gemeint, aber du denkst einfach nur, nein, also, nein, nein. Ist doch alles gut. Dann sag ich, bleib, alles gut. Und dann fängt er erst richtig an zu heulen. Ja. Und du bist so machtlos in dem Moment und ich verstehe selbst nicht. Also lass es. Das ist strange irgendwie, ne? Total. Und wahrscheinlich, du bist auch so ein Typ, so richtig wird es wahrscheinlich nie so oben ankommen. Aber genau das ist es ja, weißt du? Weil du so normal bist. So geil einfach. Ich bin jetzt nicht so dulle. Ich bin nicht so dulle. Ich sehe euch ja. Ich weiß das ja, aber ich finde es halt irgendwie finde ich es immer noch sehr, sehr strange, ja. Sehr strange. Wollen wir mal wieder so eine schöne Frage machen? Die Leute, die wissen ja ganz genau, wann deine Videos alle online gehen. Ja, das wissen wir. Das ist hardcore. Wollen wir mal testen, ob die hier genauso gut drauf sind wie die gestern? Ja. Wer weiß, wann die Videos... Du musst aber differenzieren. Okay. Wann geht YouTube online? Manchmal, wenn ich sage,
nicht die richtige Wertschätzung für das, was man tut. Mhm. Wisst ihr, was ich persönlich ganz toll finde? Und da hast du ja gestern auch ein bisschen schon mal blicken lassen. Die Frauen kommen immer, immer mehr in dieser Szene. Und das hatte ich vorhin erzählt, wir hatten hier gestern eine, die dann noch genau wissen wollte, wie sie aus ihrem Ding so die Megaschüssel macht. Ja? Das ist ja nicht zu fassen, oder? Wie die drin sind in der Materie schon, die Frauen. Also, Frauenquote steigt extrem. Ich finde es extrem gut. Ihr Mädels wisst genau so, was ihr wollt, wie ein Typ. Also, weil das Ding ist, auch der Freund sagt dann dem Mädel, nee, das sieht scheiße aus, das ist doof. Und genau da ist dann der Fehler. Tuning oder sein Auto individuell umbauen ist ja genau der Punkt. Baut es nicht um, wie ihr es seht. Oder baut es nicht um, wie ihr wollt. Oder wie ihr es gesehen habt, wie der Nachbar das will. Oder wie die Community sagt, wie es umgebaut werden soll. Sondern macht es so, wie ihr das wollt. Und da sind die Mädels viel stärker als die Typen. Der Typ guckt sich nämlich bei Facebook oder Instagram was an und sieht, von 10 Autos haben 5 die gleiche Felge. Mann denkt dann, die Felge brauche ich. Frau denkt dann, die Felge nehme ich nicht. Richtig. Und das ist ein Unterschied, wo Männer und Frauen sehr unterschiedlich rangehen. Und ich finde gut, dass das Auto, das Thema Tuning oder Autos umbauen, immer mehr in die Medien kommt. Ich meine, so ein Typ wie ich sitzt bei Markus Lanz. Ne? Links von mir der Typ von der Merkel, ich muss tierisch aufs Klo. Und rechts von mir sitzen noch ein paar andere Politiker. Da denke ich mir auch, wenn ich in der Runde sitze, ich brauche Felgen auf dem Auto. Weißt du, was mache ich hier? Tierisch aufs Klo müssen, das stimmt. Aber ja, es macht eine gute Reise, eine gute Entwicklung, wo das Ganze hingeht. Ganz kurz eine Frage nebendurch. Haben wir Rollstuhlfahrer irgendwo, die weit hinten stehen? Sicher? Warte mal, da hinten, ehrlich? Ach, schau mal hier. Ja? Ja. Okay, perfekt. Weil da muss ich gleich einfach auf jeden Fall zu dir durchkommen, weil das ist nämlich immer ziemlich unfair. Haben wir Rollstuhlfahrer in der Gegend? Hier? Da haben wir auch noch einen. Okay, weiß ich Bescheid. Okay, das ist immer toll, dass du da fragst. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Super. Was ich so interessant finde, wir haben gestern den Test gemacht, ne, dass du irgendwie so die Menschen auch so ein bisschen so einschätzen kannst, ne, weil du machst das ja schon ewig. Gestern hatte ich keinen guten Lauf. Wollen wir es nochmal probieren mit irgendjemandem und wo du hier errätst, welche Automarke das sein könnte? Wir können es probieren, aber Erfurt bringt mir in der Hinsicht kein Glück. Dann schauen wir mal. Also, okay, du suchst einen aus. Komm, wer möchte mal gerne, dass JP sein Auto errät? Möchtest du Mann oder Frau? Ist mir ganz egal. Ist mir ganz egal. Du, warte mal, wir sind die ganze Zeit hier so nach vorne, wollen wir mal hier? Ja, sonst ja. Sind die immer so, ja, komm, nehmen wir dich hier. Also, ja, wie heißt du? Robinia. Ja, Robinia. Aber hätte ich auch gesagt, BMW. Seat. Schuhe? Schuhe, ja. Schuhe sind nicht unwichtig. Ja? Schwarze Nike, wenn ich das so sehe? Du fährst. Hast du VW? Auch nicht, dann weiß ich nicht. Ich dachte nicht Opel. Ich sag's ja, im Moment habe ich keinen Lauf. Nee, aber trotzdem gibt es ja da wirklich deutliche Unterschiede, die sich ja irgendwie bei dir immer zeigen auch, ne? Ja. Komm, erzähl mal, also der Audi-Fahrer ist ja eigentlich ein ganz spezieller, ne? Und der BMW-Fahrer schon wieder. Ja, also die Rassentrennung ist schon wirklich stark. Ja, also der Audi-Fahrer und der BMW-Fahrer, oh. Ja, jeder behauptet, er kann es am geilsten. Klar. Der Mercedes-Fahrer,
steht und muss so nach oben gehen. Und das ist so eine Sache. Das ist zu viel, ja? Das ist ein Ding zu viel. Also hat einer zu viel Eier sozusagen. Mhm. Was ist mit Geräuschen und so? Also gibt es auch da so eine Grenze, wo du sagst, ey, sorry, mein Lieber. Yes. Ist einfach mal hier Schmerzgrenze überschritten, weine ich. Also es gibt, ich sage viele, in dem Moment, wo ich das sage, alle so, oh. Es gibt zu laut. Es gibt auf jeden Fall zu laut. Ja. Zum Beispiel. Das ist Timing gerade gewesen, geil. Zum Beispiel. Nein, also, was ich an mir merke, ich bin ja jetzt auch langsam älter. Oh. 36 Jahre alt, das ist ja schon mal so ein Ding. Siehst du die ganzen Jugendlichen so, wie alt ist der? Der ist älter als mein Papa. Nein, aber ich finde, der richtige Klang ist mehr wert als ultralaut. Auf jeden Fall. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall zu laut. Ne? Wir kennen uns auch schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? 6 Jahre? Locker. Wow, Wahnsinn. Was machst du eigentlich mit E-Autos? Ist da auch was drin? Ah, auf jeden Fall. Das Thema E-Mobilität ist bei uns. Die kann man klingen lassen, ehrlich? Ja, schon, aber digital. Okay. Also das wäre dann ein Soundgenerator. Was ich aber auch finde bei Tesla zum Beispiel, dass dieser Klang, der da entsteht bei einem Tesla, wenn der losbeschleunigt, ist für den Insassen schon viel Kraft. Also das Geräusch, was da entsteht, ist schon sehr geil. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Motorklang. Null. Aber es ist schon irgendwie so eine Wucht, ja, die man da so ein bisschen spürt. Ja, das ist so ein Enterprise. Ach so. Wie kann man das nachmachen? Es ist so wie, kennt ihr das Geräusch, wenn im Raum später bei den Türen aufgehen, dieses Tschüss. Das ist ja eigentlich cool. Genau, es ist nämlich auch cool. Und so hört es sich irgendwie an. Also ich mag's. Und ich denke auch, die Zukunft wird sehr stark drin sein, weil noch sind ja die Elektro- oder die so irgendwie Tesla bauen ihre Autos ja immer noch so, nach dem Motto, guck mich an, ich bin ein ökologisches Fahrzeug, ich darf scheiße, nein, Entschuldigung, ich muss scheiße aussehen. Und wenn sie das nicht mehr machen und das Auto kriegt langsam so Öffnungen vorne und wirklich eine aggressive Front, dann werden auch Leute anfangen, so ein Ding zu kaufen. Denn Tesla, der CW-Wertverlust, den du hast an der Front, weil das Ding komplett zu ist, da kannst du ein Ei drüber schlagen. Der guckt so böse rein. Nein, gut! Ehrlich? Worüber? Ist er ja auch. Ja. Nein, aber Tesla guckt halt einfach so unberührt. Und da ist keine Emotion. Der Mann will ja was kaufen. Wenn ein Mann 100.000 Euro ausgibt für ein Auto, dann will er, wenn er zum Auto zurückgeht, und das hat er gekauft und das parkt er so, dann will er denken, ugh. Also du willst irgendwie, das ist mein Auto. Ein Tesla? Nee. Na, da fehlen noch die Eier so ein bisschen, ne? Und der Coolness-Faktor. Aber das wird kommen. Ich glaube schon. Ja, klar kommt das auf jeden Fall. Übrigens gibt es ja auch eine Sonderschau, ja, auf der Messe. Könnte man ja schon mal gucken, wie es im Moment gerade aussieht. Ohne Witz. Du selber fährst auch ein Auto, was extrem viel PS hat, ja? Ich fahre auch ein Auto, ja. Unter anderem eins, was ganz viel PS hat. Ich darf nur noch mal sagen, hier, dort bei den Speed Dates steht einer mit 1450. Fast genauso viel, ja, als du zu Hause irgendwo. Wo fährst du den aus? Mit wie Ausfahren, PS genau? Ausfahren ist ja auch so ein deutscher Begriff. Man fährt kein Auto aus. Ob das 1450 hat oder 1000 hat, ausfahren. Du kannst ein 80 PS Auto ausfahren. Ja, wenn du 30 Minuten auf dem Pin stehst und dann einfach du von 151 km/h auf 152 km/h gesprungen bist, dann bist du ein Auto ausgefahren. Aber ein Auto ab einer gewissen Leistung, sprechen wir von 1000, 1500 PS, da fährst du nichts aus. Also. Da, okay. Dann brichst du irgendwann die Schallmauer vielleicht, aber du fährst ein Auto nicht aus. Oder der Kolben schmilzt dir das Pleuel runter. Aber wo beschleunigst du schön? Auf der abgesperrten Teststrecke zum Beispiel, bevorzugt. Wer kennt alles die abgesperrte Teststrecke? Andersrum. Wer kennt alles YouTube bei mir? Hier drüben auch. Guck dir. Wer guckt nicht? Und zwar in- und auswendig. Ne? Das ist es ja irgendwie auch. Was?
Interview und hatte so. Und dann warte die einfach auf den nächsten Tag. Und dann warte da. Und dann ziehen wir mal durch. Ne? Und danach wird so ein Video nicht mehr geguckt. Nicht. Das ist also unfassbar. Wenn Sie wissen ja, du machst ja immer weiter. Es gibt immer wieder was Neues. Ne? Eins geguckt, das nächste hinterher geschossen. Wir hatten ja eine Winterpause, wo wir fast ein Monat kein Video gezeigt haben. Ne? Oh. Ey, da haben wir Briefe bekommen. Alter, Verwalter. Haben Sie beschwert, die Leute? Traurig, beschwert, aber auch immer zum Schluss so, scheiße, 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 aber wir gönnen es dir. Genau. Das ist aber lieb, dass du auch mal eine Pause machen kannst. Ne? Aber wir haben uns da gedacht, wenn wir jetzt wirklich nie wieder ein Video machen würden, von einem Tag auf den anderen, ich glaube, das würde schon was verändern. Klar. Apropos, wollen wir hier mal so ein bisschen fragen, wer von euch hier irgendwie schon immer was von JP wissen wollte? Wir machen mal jetzt hier eine offene Fragerunde. Der sollte jetzt mal hier die Hand heben und ich versuche mal irgendwie, du warst der Erste. Komm mal hier, schieß dich mal so ein bisschen nach vorne, dass ich dir jetzt das Mikro hinhalten kann und dann schauen wir mal. Ja. Ach, hier, du kommst sogar ganz rauf. Das ist ja, ey. Ich denke, jetzt weiß ich, woran mich dein Anzug erinnert, an Avatar. So habe ich das noch nie gesehen. Nee, ich muss dir ganz klar denken, was für ein Tier soll das sein? Und dann vor allen Dingen, diesem Tigerbuschel, und das ist dieses Link-Ding bei Avatar. Und jetzt weiß ich auch, warum ich daran denke. Siehst du, so habe ich das noch nie gesehen. Siehst du wohl. Komm mal ran, mein Lieber, wie heißt du? Also ich bin der Robert, komme aus Erfurt. Dein Name ist Murat? Norbert. Nee, deswegen war ich so geschockt. Robert. Naja, das ist thüringisch, es ist hier, das hängt hier so ein bisschen immer. Ja. Ich kann es nicht. Erzähle, was willst du wissen? Schnell was ausdenken. Also. Kriegst du Unterwäsche? Nein. Ich fahre jetzt Golf GTI. Welches? 6er. Okay, das war jetzt zum Beispiel wie bei mir in der Firma auch. Genau. Die kommen rein und sagen, was fährst du? GTI. Ja. Welchen? Blau. Also da kenne ich schon ein bisschen aus, also LK6. Also ein Golf, welcher passt man? 5er? 6er. 6er. Also, okay. Das gehört nicht zu, ne? Ja, okay. Also Kettenmotor hast du schon. Genau. Oh, genau. Guck mal. Also ich habe jetzt eine 3-2 Abgasanlage ab Turbo und also schon Chiptuning. Was würdest du empfehlen, als nächstes zu machen? Eher Bremsen, Kupplung oder sowas oder eher dann schon so auf Ladeluftkühler oder Kabelführer überhaupt? Das ist echt eine Frage. Also Bremsen sehe ich bei dem Auto eigentlich relativ im Rahmen. Das funktioniert zu einem sehr, sehr hohen Punkt mit der Bremsanlage. Der Punkt ist der, in dem Moment, wo du die Ansatztemperatur runterholst, über den Ladeluftkühler, generierst du zwar mehr Leistung. Das heißt, ich sehe zum Beispiel das Verhältnis von dem Ladeluftkühler wichtiger, vor allem bei hohen Temperaturen, im Verhältnis zu einem Ansaugsystem als Beispiel. Weil an sich die Luftmenge und die Luftmasse, die reinkommt durch den Luftfilterkasten, ist an sich immer ausreichend. Nicht immer, aber die ist bis zu einem sehr hohen Grad ausreichend. Das heißt, ich sehe den Ladeluftkühler auf jeden Fall empfehlenswerter. Von Wagner. Auf jeden Fall. Ne, das ist Qualität, erhält sehr lange, weil es gibt nichts Schlimmeres, man muss auch sehr wenige messen. Bei einem modernen Motorsteuergerät, bei deinem Auto würdest du es merken, aber ein Leck, ein Riss im Ladeluftkühler ist halt wirklich eine super nervige Sache. Und da fährt man auch sehr lange noch mit durch die Gegend und beides nicht, weil man gewöhnt sich an deine Leistung und wenn da so 30, 40 fehlen, merkst du es gar nicht so schnell. Das heißt, einen hochwertigen Ladeluftkühler sehe ich da schon als nächsten Schritt. Das Problem mit der Kupplung, weil irgendwann... Fährst du manuell oder fährst du... Nee, ich habe kein DSG. Okay. Dann musst du auf jeden Fall eine Sachs Performance, das ist auf jeden Fall der Weg, den du gehen solltest, und immer mit Torsionsfedern, also keine Sintermetall, also eine organische mit Torsionsfeder, so eine Kupplung kaufen, nicht irgendwie erzählen lassen, da steht Motorsport drunter, weil wenn man Motorsport liest, ist das Gehirn ganz kurzzeitig im Glas und in Online-Konfiguratoren wird immer drauf geklickt, Motorsport. Das ist meins. Totaler Quatsch. Also eine Sintermetallkupplung starr in so einem Auto sind von die Kraftverteilung und der Schlag von Kurbelwelle Richtung Getriebe steht in kein Verhältnis für das, was du damit vorhast. Weil du fährst nämlich zum Supermarkt. Alles klar, Norbert? Oder auf der Arbeit. Okay, danke schön, mein Lieber. Jetzt fragen wir nochmal hier. Wer will hier was wissen? Keine Frage! Warte, hier haben wir noch ein Mädel. Da sind wir wieder im Bereich Frauen schießen nach vorne. Erzähle. Ich habe mal eine Frage, warum hast du denn mit YouTube angefangen? Warum, mein Lieber? Das wollen wir jetzt wissen. Die Frage kommt gar nicht so oft, das ist eigentlich eine sehr geile Frage. Ich habe mir gedacht, und das Geile
Das ist eigentlich eine geile Antwort, ne? Das ist eine geile Antwort. Lass mal das so stehen. Wie viele Follower hast du? Alle. Das ist wirklich geil. Ich denke, wir sind irgendwo bei 750.000. Boah, so viel wollen wir sehen, ne? Hier noch eine Frage. Ah, du bist so weit weg, Mensch. Alle. Ich muss irgendwie rankommen. Oder komm mal hier nach vorne, du musst ja den Weg bahnen. Eine Frage machen wir noch, weil dann gibt es Autogramme. Ja. Also meine Frage ist eigentlich schwer. Weil du musst ja irgendwie dort auch hin. Da oben. Ja?